Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Damen und Herren, zur Feier des letzten Tages hier in dieser Periode habe ich mir mal wieder mit dem roten Schlips umgetan. Und ich mache das mal am Anfang. Ich möchte mich bedanken, sich viele für ihre Zeit. Auch dir, liebe Ute, alles Gute. Ich glaube, das gehört dazu und es ist auch wichtig. Auch ich bedanke mich bei dem Team und den Unterstützerinnen und Unterstützern. Aber bevor sich jetzt alle freuen, ich werde auch versuchen, sie weiterhin zu nerven. Also mich sind sie nicht los, es ist keine Abschiedsrede. Und es ist eher eine Rede gegen diese Heuchelei dieses Antrages. Und ich fange damit an, wie eigentlich Gemeinnützigkeit aufgestellt ist und wie wichtig sie für unser Land ist. Und es ist schon interessant, dass eine Partei, die immer gerne Volkes Stimme hochzieht, dann die wirkliche Stimme der Bevölkerung so mit Füßen tritt und so unterminiert. Genau die brauchen wir nämlich, diese Gemeinnützigkeit und die vielen Organisationen und das Ehrenamt, die Menschen, die sich abrackern, um anderen was Gutes zu tun, um sich eben genau für dieses Gemeinwohl zu engagieren. Egal, ob das für Obdachlose ist, ob das im sozialen Belang ist, ob das für Menschenrechte ist oder ob das für Ökologie ist. Diese Menschen machen dieses Land aus und die machen dieses Land auch stark. Genau darauf sind wir auch weiterhin angewiesen. Und deswegen würde ich eher Gemeinnützigkeit ausbauen, als es hier zu diskriminieren. Und das an der Stelle war mir wichtig, das noch einmal deutlich zu machen. Und wenn man denn schon diese moralische Keule erhebt, dann muss man sie bitte eben auch auf die Parteien anwenden. Denn wer Großspenden kriegt, die illegal sind, wer Spendenaffären an den Hals kriegt, der sollte sich an die eigene Nase fassen und der sollte dort anfangen, vielleicht die Kriterien zu bringen. Vielleicht muss man da die Gemeinnützigkeit in Anführungsstrichen entziehen, muss man vielleicht da entziehen, dass überhaupt Spenden erstattet werden können. Denn da sollten wir anfangen, bei den Parteien, wo wir selber engagiert sind, Transparenzkriterien einzuhalten. Vielleicht auch darüber nachzudenken, ob es in Ordnung ist, dass wir Essen ausrichten und dann 9.990 Euro Spenden fallen, bevor wir sozusagen anfangen, gemeinnützige Organisationen zu beschimpfen. Da sollten wir unsere Kriterien anfangen, vor der eigenen Haustür. Ich glaube, dann haben wir eine andere, saubere Debatte. Und wenn wir uns das anschauen, auch in anderen Bereichen, Profitlobbyisten können ihre Spenden und ihre Agitation im Endeffekt sogar auch von der Steuer absetzen. Auch das ist ein Kriterium, was wir immer überprüfen sollten. Wenn wir wirklich ehrlich sind, dann vergleichen wir diese Maßnahmen mal. Ich finde es wichtig, dass wir Parteien haben. Ich finde es wichtig, dass diese Parteien bestimmte Privilegien haben. Aber genau diese zu missbrauchen, geht eben an dieser Stelle auch nicht. Darüber sollten wir diskutieren. Und mein letzter Satz: Profitlobbyismus muss zerschlagen werden. Vielen Dank.